heißt, was ist in 2011 zu tun? Wir brauchen, wenn wir nicht nur zu Lasten der nachwachsenden Generation soziale Sicherheit organisieren wollen, eine Reform der sozialen Sicherungssysteme. Schritt für Schritt, langsam im Umbau, dass es auch die ältere Generation versteht und nicht in Schwierigkeiten kommt, aber wir müssen es machen. Wir müssen es in den ganz großen Feldern machen. Und schon deshalb hatten wir gesagt, als FDP, es wäre gut, wenn wir die Menschen bitten, mehr eigene Verantwortung zu übernehmen, dann auch steuerlich sie entlasten würden, damit sie es können. Denn die Steuerpolitik war für uns oder für mich auch nie nur eine Vorstellung, mehr netto vom Brutto oder aus wirtschaftlichen Gründen. Sie ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Sie bestimmt das Verhältnis Bürger-Staat. Und je mehr man den Bürgern von ihrem Erwerb auch belässt, glaube ich jedenfalls, desto eher sind sie dann auch bereit, selbst ein Stück mehr Verantwortung zu übernehmen. Aber eins können sie nicht machen. Sie mit Steuern und Abgaben belasten, ihnen die Beiträge zu den Versicherungen erhöhen und dann, wie die Bundeskanzlerin, sagen, es muss mehr Selbstverantwortung gepflegt werden. So ist der Weg für mich nicht. Deshalb sage ich es auch hier in Wahlkampfzeiten. Mir hat auch bei uns selbst manche Haltung gegenüber Angela Merkel, als die zu Beginn die Steuerpolitik so beiseite legte, nicht gefallen. Ich hätte mir das nicht gefallen. Man muss ihr sagen, das hat uns in die ganzen Diskussionen gebracht, die wir dann geführt haben. Ich will auch sagen, für diese Legislaturperiode, ich rate meiner Partei sehr, noch ein Stück Entlastung des Mittelstandes nachzuholen, steuerpolitisch, weil es am Anfang nicht gelungen ist. Die Menschen erwarten das und zur Glaubwürdigkeit bei der nächsten Wahl gehört das auch. Wir hatten einen Freiheitskongress der FDP vor einigen Monaten. Da trat mein Namensvetter, der Philosophie Professor Volker Gerhardt, auf und hat gesagt, Sie diskutieren jetzt dauernd, ob Sie ein neues Parteiprogramm machen. Das brauchen Sie nicht. Sie stehen bei Rechtsstaat, Sie sind überzeugte Marktwirtschaftler, Sie haben international 3 Außenminister gestellt. Sie brauchen nicht die Welt neu erfinden. Aber was Sie machen müssen, Sie müssen glaubwürdig sein in der ethischen Zurechenbarkeit dessen, was Sie sagen zu den Personen, die für Sie Verantwortung haben. Dadurch, ja. Deshalb bin ich auch dankbar, dass der Kollege und mein Freund Rainer Brüderle das immer, auch im Kabinett und außerhalb des Kabinetts, sagt. Ich halte es für unverzichtbar, wir in 2011 den Grundstein legen für ein Stück weitere steuerliche Entlastung der mittleren Einkommen. Das ist gesellschaftspolitisch geboten und wir dürfen davon nicht ablassen. Und wenn der Herr Schäuble dagegen ist, dann muss man ihm sagen, dass er ohne uns nicht Bundesfinanzminister wäre. Wir haben eine Koalition und die gilt für beide. Und wir haben das vereinbart und an die Vereinbarung muss sich der Partner halten. Kein weiteres Wort dazu. So einfach ist das. Wir müssen es aber tun. Ich glaube, dass unser Antritt zur nächsten Bundestagswahl ganz entscheidend davon geprägt sein wird, ob wir Wort gehalten haben. Die Menschen nehmen vielleicht hin, wenn das nicht im selben Jahr geschieht. Aber in der Legislaturperiode muss es geschehen. Und das Gesetz muss rechtzeitig vorher verabschiedet sein, damit sie auch wissen, dass wir es ernst meinen. Und es darf in Kraft treten, nicht verschoben werden.